Hallo meine Sportfreunde, Charlie Nussbetter ist wieder am Start und wir haben Tag Nummer 6. Mit dem totalen HIIT-Workout. Und ja, es ist natürlich sehr anspruchsvoll. Also die Leute, die richtig Fett verbrennen wollen, sind heute genau an der richtigen Stelle. Ich will auch gar nicht so lange rumfackeln. Leute, let's go! So, meine Sportsfreunde, es geht auch schon gleich wieder los. Jannika ist wieder am Start. Und wie geht es dir heute, Jannika? Ich bin topfit und hochmotiviert. Jawohl. Lass uns schnell anfangen. Du, Jannika, du kannst doch mal ganz kurz sagen, wie heißt du eigentlich auf Instagram? Mein vollständiger Name. Jannika Jecke, alles klein. Ach, blende ich nochmal unten ein. Und ich würde sagen, wir fangen gleich an mit dem Warm-up. Arme kreisen. Direkt die Arme kreisen. Genau, schön große Kreise, Schultern lockern, super. Genau, und dann kreis nochmal die Arme in die andere Richtung. Nach hinten ist immer schwieriger. Ja, ne? Also es ist erstmal so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, da musst du halt erstmal so die Schultern ein bisschen mobilisieren. So, das Arme kreisen nehmen wir dann auch jetzt mal raus. Geh doch mal gerne in den Vierfüßlerstand. Ich mach's dir. Ja, genau. Mach mir einfach nach. Ja. Super. Und dann gehst du. Ja, super. Guck mal, ich wollte gerade was sagen. So, du machst Kickbacks. Schön nach hinten kicken. Mit dem, ja, such dir ein Bein aus, darfst das rechte nehmen. Und fünfmal nach hinten. Noch zweimal. Super. Und dann zur Seite. Wirklich die Hüfte seitlich heben. So gut du kannst und so hoch du kannst. Versuch da wirklich schön hoch zu kommen. Und auch wieder fünf. Und fünfmal nach vorn. Zur Brust mit dem Knie. Willst ganz nach vorne kommen. Da merkst du, das ist einfach nur, um die Hüfte so ein bisschen zu mobilisieren, in alle Richtungen zu bewegen. Und dann fünf Stück, super. Und jetzt nehmen wir das andere Bein, gleiches Prinzip, auch wieder die Kickbacks. Achte darauf, der große Zeh zeigt immer zur Mitte. Also wenn du merkst, dass er raus zeigt, dann öffnet sich automatisch die Hüfte. Das wollen wir vermeiden. Die Hüfte soll schön drin bleiben. Super. Und fünf zur Seite. Genau, durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen. Und wieder fünf nach vorn. Jawohl. So, jetzt gehst du in die Liegestützposition. Und nimmst das rechte Bein nach vorne. Dann wieder öffnen, schön aufdrehen. Und ja, hast du schon richtig gemacht. Mit dem Ellbogen zum Boden. Öffnen und schließen. Ausatmen beim Hochkommen. Und einatmen beim Runtergehen. Also eigentlich atmest du in der Mitte ein, dass du einmal unten ausatmest und oben ausatmest. Und dann auch nochmal wechseln. Anderes Bein. Gleiches Prinzip. Und schön aufdrehen. Super, heute haben wir wieder vier Übungen. 60, 45, 2x30. Und wir fangen gleich an mit Sumo Squats, dann der Schwimmer, Skipping, Mountain Climber. Ich blende das natürlich wieder ein. Okay, und dann noch einmal beide Beine, also Arme aufsetzen, beide Beine nach vorne. Zack. Und wir gehen in den Frog Stand. Machen einmal die Hände unter die Fußspitzen, Hüfte schön runterziehen. Und dann wieder nach oben, Beine komplett durchstrecken. Jawohl. Und wieder runterziehen. Davon auch insgesamt fünf Stück. Mach alternierend, genau, deinen Rhythmus. Und immer schön ausatmen, wenn du hochgehst.
Die erste Runde geht dann gleich los mit den Sumo Squats. Machst den letzten, super. Langsam hochkommen, Wirbel für Wirbel. Ja, alles gut. Ja, da war sie schon viel zu schnell, aber das ist okay. Wir sind ja noch im Warm-up. So, jetzt kannst du anfangen. Sumo Squats, die Beine etwas, fängst schulterbreit an, dann gehst noch einen Schritt weiter nach außen und schiebst die Beine so schräg nach außen. Genau, sieht schon gut aus. Und dann beim Sumo Squat Hüfte nach hinten drücken und kannst auch direkt loslegen. Und richtig runter, ass to the grass. Das ist eine super Übung. Gerade sehr schön für die Adduktoren. Heiß begehrte Übung vieler Frauen. Tatsächlich. Eine multifunktionelle Übung. Gesäßmuskulatur wird auch bearbeitet. Also da haben wir natürlich viel Komplexität. So, 30 Sekunden haben wir noch. Bleib schön drin. Und immer schön ausatmen beim Hochkommen. So, das Gewicht auf den Hacken verlagern. Arme kannst du dabei nach vorne nehmen. Noch 15 Sekunden. Und noch 10 Sekunden. Jetzt kommt gleich der Schwimmer auf dem Bauch liegend. In 3, 2, 1 und zum Boden zum Schwimmer. Und let's go. Die eine Hand geht auf dem Hinterkopf, die andere auf dem Lendenwirbel. Bleibt da schön drin. Der Hals ist in Verlängerung der Halswirbelsäule. War das der Spiegel? Ja. Oh, da musst du natürlich aufpassen. Wir haben 30 Sekunden. 30 Sekunden sind schon rum. Und durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen. Und noch 20 Sekunden, dann kommen die Skippings. 15 Sekunden. Genau, die Beine sind in der Luft. Halswirbel ist lang, sieht gut aus. Und 5, 4, 3, 2, 1. Und wir gehen in die Skippings. Also Knie schön hochheben. Und let's go. Jawohl. Perfekt. Genau, und schön hoch die Knie. Arme diagonal mitnehmen. Wie so ein Sprinter. Stell dir vor, du wärst jetzt Usain Bolt. Die schnellste Person der Welt. Das muss sich schon gut anfühlen, glaube ich. Einfach ich bin's aber nicht. Ach, schade. Ich dachte, also, du sollst es dir ja nur vorstellen. Auf dem Weg dahin. Ja, das ist gut. Das gefällt mir. Das ist die richtige Einstellung. Knie schön hoch und bleib dran. Bleib dran. Noch 20 Sekunden. Ich weiß, die Übung geht jetzt stark auf die Pumpe. Da versuch in den Atemrhythmus zu bleiben. Konzentriert weiter. 10 Sekunden noch. Und 5, 4, jetzt haben wir es. 3, 2, 1. Und wir gehen in den Mountain Climber. Mountain Climber, Bergsteiger auch genannt. Und es geht los. Die Knie gehen immer schön zur Brust. Schön nach vorne die Knie. Das ist sozusagen wie Sprinten, nur umgekehrt. Super. Du hast danach natürlich eine Pause. Ihr habt alle zu Hause, ihr habt die Pause danach. Danach einmal kurz was trinken, eine Minute lang. In 30 Sekunden geht's los. Natürlich auch für die Leute zu Hause, wenn ihr merkt, das geht stark auf die Pumpe. Ihr dürft auch mal kurz auf Pause drücken und dann wieder loslegen, so 1-2 Sekunden oder kurz was trinken. Ihr dürft auch mal ganz kurz auf Toilette ist zu lang. Tut mir leid, auf Toilette ist zu lang. Nee. 10 Sekunden habt ihr noch. Aber natürlich die Pros da draußen, ihr braucht keine Pausen. 5 Sekunden, 4, 3, 2, 1, Pause.
Eine Minute. Eine Minute. Du darfst dir was zu trinken nehmen. Aber jawohl. Ja, ne, das ist doch mal eine gute Runde. Das ist eine knackige, also das ist wirklich ein Fatburner. Wenn man hier sagen will, ey, ich möchte mal richtig was verbrennen, dann bist du hier an der richtigen Adresse. Also den kann man sich mal geben. Hast du was Gutes für mich ausgesucht? Ja, das ist doch, das ist also, da freue ich mich aber, denn das geht runter wie Öl. So, 30 Sekunden haben wir noch. Guck mal, so kann man Trainer glücklich machen. 20 Sekunden, dann geht's wieder los mit den Sumo Squats und wir haben die 45 Sekunden Runde. Super, langsam wieder runterkommen. Arme, ihr könnt auch die Arme heben, um die Atemwege zu öffnen, damit man schneller wieder Sauerstoff tanken kann. Das Herz wird versorgt. Es geht weiter in 3, 2, 1. Sumo Squats, es geht los. Super. Und schön ausatmen beim Hochkommen. Ausatmen beim Hochkommen, einatmen beim Runtergehen. Wir haben noch 5 Sekunden. 5 Sekunden haben wir noch und dann geht's in den Schwimmer. In 3, 2, 1 und der Schwimmer. Super, hier heißt es, versuch dich in einer Belastung zu entspannen. Hört sich natürlich schwierig an, aber das passiert hier gerade. Also es ist sowas wie eine aktive Pause. Also ich finde Bauchübungen und so Rückenbodenübungen sind wirklich aktive Pausen. Meine Kunden, ich weiß auch nicht, die finden das nicht so, aber doch, das ist schon eine aktive Pause. Dazu muss ich jetzt stehen. Wir haben noch 10 Sekunden. Mit den Armen ist halt voll anstrengend. Ja, die Arme werden schwer, ne? Ja, genau. Guck mal, ja, stimmt. Und 3, 2, 1 und Wechsel in die Skippings. Zeit läuft, super. Ja, ich finde, das ist auch gut, weil man denkt sich gar nicht. Viele denken immer so, oft ein bisschen Arme hin und her. Aber das hat, irgendwann ist das auch ein Gewicht. Also man kann vieles machen, gerade mit dem eigenen Körpergewicht. Und es ist halt richtiges, ja. Es ist wirklich Kraft-Ausdauertraining, HIIT-Training, also super effektiv. Man kann damit auch Muskeln schön definieren. In 5 Sekunden, 3, 2, 1 und wir gehen wieder in die Mountain Climbers. Let's go! Let's go, climb the mountain. Und jetzt kannst du den Beast Mode anschalten. Kopf abschalten, nochmal Augen zu und durch. 15 Sekunden haben wir, die letzten 15 Sekunden geben wir nochmal richtig Gas. Da geben wir richtig Gas. Ihr wisst ja immer, ich raste immer zum Schluss gerne aus. Zieht ihr da mit? Ich hoffe zu Hause, ihr zieht alle mit. 15 Sekunden haben wir noch. Jetzt können wir Gas geben. Und einmal durchziehen. Komm, und nochmal alles rausholen, was geht. Danach habt ihr 45 Sekunden Pause. Und tief durchatmen, durch die Nase ein, durch den Mund aus. Und 5, 4, 3, 2, 1 und kaboom. Jawohl. Jawohl. Die Runde haben wir gemeistert. Jetzt kommt meine Lieblingsrunde. Die Runde, die zweimal einfach ist, weil wir zweimal 30 Sekunden haben. Und keine Pause haben. Und keine Pause dazwischen. Sie wäre krass, wenn wir 60 Sekunden hätten, aber wir haben ja zweimal 30. Das ist was komplett anderes. So, 45 Sekunden Pause, tief durchatmen, Arme in die Luft, Atemwege öffnen, wenn ihr merkt, das geht auf die Pumpe.
Wichtig ist einfach nur, sich in der Situation damit auseinanderzusetzen. Weil viele denken immer, oh Mann, ich weiß nicht, was ich machen soll. Mir wird schwarz vor Augen. Nee, dann müsst ihr genau richtig atmen. Das ist das Wichtige. Gerade in solchen Momenten. Und noch 3, 2, 1 und Sumo Squats. Let's go! Ihr müsst euch vorstellen, wenn die Atmung funktioniert, genau das ist das, was alle Profiathleten drauf haben. Die wissen einfach nur, wie sie richtig atmen. Sie kennen ihren Körper. 20 Sekunden gerade rum, noch 10 Sekunden. Und 5, 4, 3, 2, 1 und jawohl, läuft schon. Superman, nee, Schwimmer. Ich liebe den Superman. Ich würde den Superman am liebsten mal überall reinbauen. Das ist echt unglaublich. Aber nein, nein, wir sind beim Schwimmer. Achtet auf eure Atmung. Bleibt da konzentriert. Ich weiß, es geht stark auf die Pumpe. Das ist ein HIIT-Workout. Hier geht es wirklich auf die Pumpe. Wir haben noch 8 Sekunden. Daran arbeiten wir. Wie kommen wir in so einer Situation zurecht? Und 3, 2, 1. Okay, Wechsel. Und let's go, Skippings, genau so. Ach Mann, Jannika, du hast das Prinzip verstanden. Präsentier mich rundum. Jawohl, jetzt einmal Surround. Sie macht Surround Workout. Und die Knie schön hoch. Zehn Sekunden noch. Und 3, 2, 1 und Wechsel. Nochmal die Mountain Climbers. Climb the mountain. Let's go. Leute, wenn ihr dieses Workout geschafft habt, das ist das letzte Workout dieser Woche, dann habt ihr was geschafft. Genau so und nicht anders. 15 Sekunden noch. Achtet auf eure Atmung. Schaltet den Kopf ab und zieht die letzten 10 Sekunden durch. Letzten 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Okay. Es geht in die zweite Runde. Ohne Pause. Let's go. Einige sagen sich, ich dachte, das waren die letzten 5 Sekunden. Ja, aber die letzten 5 Sekunden vom Mountain Climber. Ich weiß. Jetzt noch einmal durchziehen. Squats, Sumo Squats, Beine etwas weiter auseinander. Schön ass to the grass, richtig runter. Nimmt es mit. Es sind nur 30 Sekunden, noch 10 Sekunden übrig. Ass to the grass. Get low. Und 3, 2, 1. Okay, wechseln in den Schwimmer. Danach seid ihr wirklich durch nach dieser Runde. Also wir haben dann noch die 2 Übungen. Die letzte Übung ist der Mountain Climber. Dann habt ihr es geschafft. Bleibt da drinnen. Es sind tatsächlich nur noch 10 Sekunden. Versucht durchzuhalten. Wenn ihr eine Atempause braucht, 21, 22. Und dann geht wieder rein und behaltet euren Atemrhythmus bei. 3, 2, 1 und wechseln. Und 3, 2, 1, let's go. Jawohl, Jannika ist schnell unterwegs. Ich hoffe, ihr könnt da mithalten. Das ist nicht ohne, Leute. Das ist nicht ohne. Die Dame ist schnell unterwegs. Das gefällt mir. Schnelle Wechsel. Genauso soll es sein. Das macht die Atmung aus. Manchmal denkt man, man kann nicht mehr. Aber wenn man sauber atmet, dann kann man doch noch. Das ist wirklich nur alles nur Kopfsache. Wir haben noch 5 Sekunden. Komm, die letzten 5 Sekunden. 4, 3, Knie hoch und jawohl, und Wechsel. Mountain Climber, noch einmal den Mountain Climber. Das ist der letzte Mountain Climber des Tages. Danach müsst ihr nie wieder mehr Mountain Climbers machen für heute. Für heute. Okay. Nie wieder für heute. Also wenn ihr die macht, dann dürft ihr, dürft sie gerne machen, aber auf alles ohne Gewehr hier. 10 Sekunden haben wir noch. Und 3, oh, da geht sogar die Schleife auf. Ey, das ist ja perfekt. 2, 1 und wow. Das war alles hier getimt. Das hast du geplant. Das hast du doch geplant. So gerade auf letzte Sekunde geht die Schleife auf.
Och Mann, sie macht hier richtig Drama, baut sie hier mit ein. Das ist ja super. Jetzt kommen wir ins Cooldown. Einmal, ne, also da, das ist doch mal jetzt hier einfach mal ein Hit-Workout. Jetzt darfst du dich aber auch hinlegen. Ihr dürft euch alle hinlegen. Legt euch auf den Rücken. So, erstmal runterkommen. Erstmal runterkommen. Man muss das Ganze einfach erstmal sacken lassen. Durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen. Dann das Bein wieder lang machen. Knie zum Körper ziehen. Den Knöchel einmal kreisen nach links und nach rechts. Dann dürfen wir das Bein strecken, gerade strecken. Und mit jedem Ausatmen zieht ihr das Bein etwas näher zum Körper. Ja, die Sache ist jetzt, hat Jannika das schon häufiger gemacht, die ist wirklich sauber in den Übungen drin. Das sieht super aus. Jannika, du hast dich echt verbessert, also das muss man echt sagen. Danke. Ohne Spaß, das ist echt gut geworden. Und dann das gleiche Bein seitlich ablegen. Ja, ja, oh cool. Ich hab extra nicht gesagt, zu welcher Seite. Aber guck mal, das funktioniert doch auch. Genau, und ihr schaut in die entgegengesetzte Richtung. Top. Und versucht da auch die Hüfte komplett loszulassen. Man neigt immer dazu, oh, Verspannung oder Festhalten. Lasst mal los, Erdanziehungskraft einfach funktionieren lassen. Und dann das Bein wieder in die Mitte bringen. Wir machen das gleich auf der anderen Seite. Genau. Anwinkeln, Fuß kreisen nach links und auch mal nach rechts. Dann strecken wir das Bein wieder. Und mit jedem Ausatmen ziehen wir das Bein näher zum Körper. Tief durch die Nase einatmen, durch den Mund ausatmen. Versucht das Bein trotzdem gerade zu halten, so gerade wie es geht. Und dann legen wir das Bein diesmal wieder seitlich ab, diesmal die andere Seite, schauen in die entgegengesetzte Richtung und da auch wieder die Hüfte komplett locker lassen. Just let go. Lass los, ist immer so schwer loszulassen, ne? Aber heute dürft ihr loslassen. Vertraut auf euren Körper. So, langsam wieder die Beine in die Mitte. Beide Knie in die Hand nehmen, nochmal so ein bisschen auspendeln, ganz locker nach links, nach rechts, vor und zurück. Und Ladies and Gentlemen, wir haben es geschafft. Bam! Geiles Workout, Jannika, hast wieder mal gut mitgemacht. Warst so. Auch ein guter Trainer. Och, Dankeschön. Oh, ja, das geht runter wie Öl. Unglaublich. So, jetzt das nächste Workout. Nächste Woche geht's wieder los und es wird etwas intensiver. Da würde ich einfach mal sagen, Jannika, wir sehen uns nächste Woche. Perfekt. Tschüss. Ihr wisst natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt es bitte unten in die Kommentare, gebt uns einen Daumen hoch und hittet die Glocke. Ihr dürft einmal läuten, also ihr geht unten ran und einfach auf die Glocke drücken und dann werdet ihr jedes aktuelle neue Video immer von uns sehen. Charlie knows better. I'm out. Boom.